Herr Bejakovic ist nämlich dankenswerterweise eingesprungen für Moritz Huber, den Sie da jetzt noch als Namen sehen. Und der konnte aber nicht aufgrund höherer Gewalt. Und insofern bin ich sehr dankbar, Herr Bejakovic, dass Sie da sind. Und worum geht es jetzt hier? Wir machen das Ganze live, führen das vor. Es gibt jetzt hier kein Skript, es gibt ein kleines Manuskript, aber das ist nicht die Hauptsache, sondern ich möchte Ihnen einen kleinen, einfachen Aufbau, den wir hier realisiert haben, vor allen Dingen auch Moritz Huber realisiert hat, vorstellen. Und sieht folgendermaßen aus. Sie müssten übrigens bitte darauf achten, dass Sie alle das Ganze in Vollbildmodus sehen, weil wir produzieren quasi wie Fernsehen. Ein einziges Bild. Es gibt nicht eine separate Präsentation im Fenster. Gut. Was genau haben wir hier? Und das stelle ich Ihnen dann gleich auch nochmal live vor. Wir sind hier im Studio, okay, da haben wir so eine schöne LED-Wand. Sie sehen also ein buntes Muster da hinten. Das können Sie aber auch sich wegdenken. Das ist im Grunde ein bisschen eine Dekoration. Ich glaube aber, dass ein durchgestaltetes Bild in der Online-Lehre ein ganz wichtiges Signal an die Studierenden sendet. Im wahrsten Wortsinne sendet. Dann sehen Sie quasi hier mein Rednerpult jetzt hier mit diesem Laptop. Auf diesem Laptop läuft nur das, was ich an Lehrinhalten habe. Also nicht das Online-Tool, in dem Sie gerade uns hier sehen. Das ist abgekoppelt an den Co-Dozentenplatz. Das heißt, der Dozent, die Dozentin hat nur sein eigenes Material hier auf diesem Laptop. Und ich spreche in diese kleine Kamera hier, die steht vor einem großen Monitor. Die zeige ich Ihnen dann gleich in live. Und da gibt es dann noch einen zweiten dazu. Und hier drüben sehen Sie den Operatorplatz. Hier mit einem Laptop. Wir haben heute zwei dazu, weil wir auch den Rückkanal kontrollieren. Und dann hier als wesentliches Teil den Bildmischer und einen kleinen Videoplayer. Und dieses ganze Equipment, was Sie hier haben, ist jeweils im Bereich von irgendwie ein paar hundert Euro. Wir haben hier noch als teuerstes Einzelteil diese Dokumentenkamera, die zeige ich Ihnen dann auch. So, und jetzt würde ich gerne hier einmal ganz kurz den Aufbau zeigen. Wir müssen auf die Kamera 3 gehen. So, dies ist also jetzt hier tatsächlich unsere Kamera 1, in der Sie mich eben noch gesehen haben. Die Kamera 2 sieht genauso aus. Und Sie sehen, das grenzt jetzt hier so an Videokunst. Dahinter den Monitor, auf dem normalerweise dann per Videokonferenz alle Studierenden zu sehen sind. Und das ist für uns hier an der Hochschule für Fernsehen und Film ganz wichtig, dass wir wirklich direkten audiovisuellen Kontakt jederzeit haben können. Das heißt, natürlich können die Studierenden auch die Kameras und die Mikrofone ausschalten, sollen sie auch zwischendurch, aber sie können sie auch jederzeit wieder einschalten und nachfragen. Wir haben das Privileg, kleine Studierendenzahlen zu haben. Meine größte Seminargruppe im Sommersemester waren 55 Studierende. Und das lässt sich tatsächlich noch mit Videoconferencing-Tools realisieren. Dann haben wir für spezielle Fälle hier auch noch so eine Dokumentenkamera. Die geht jetzt hier, Sekunde, das muss ich über meinen Laptop aktivieren. Genau. Und diese Dokumentenkamera, da kann man alle schönen Sachen mitmachen. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran und Sie sehen, welche Möglichkeiten sich da bieten. Also der Zoom geht wirklich enorm weit. Und Sie können dann also auch hier wirklich ganz kleine Gegenstände sichtbar machen. Oder natürlich auch Aufsichtsvorlagen diverser Größen. Interaktiv, hat eine eigene Lichtquelle. So, wieder auf die Kamera 1, bitte, danke. Und Sie hören mich jetzt über dieses Ansteckmikrofon hier. Wir haben in dem Video noch so ein Headset benutzt und haben aber doch festgestellt, dass die Qualität nicht so gut ist, wie jetzt hier ein solches Ansteckmikrofon, was aus dem Videobereich kommt, im Grunde für solche Prosumer-Kameras. Was ist signaltechnisch da dahinter? Jetzt simuliere ich so ein kleines bisschen Vorlesung und Sie können dann sich Ihr Urteil bilden, ob das eine sinnvolle und attraktive Form ist. Also ein ganz klein bisschen technisch wird es jetzt. Macht aber nichts, glaube ich.
Wir sehen hier nochmal von oben den Grundriss. Das heißt also, ich bin hier und hier ist mein Laptop als Dozent und ich schaue in diesen Monitor hier in die Kamera 1. Die Kamera 1 steht, weil sie so klein ist, direkt vor dem Monitor und ich habe diese Blickachse genau in die Kamera hinein. Ich gucke nicht irgendwo so hin, sondern ich gucke genau hinein. Und hier ist die Kamera 2, auf die wir dann jetzt bitte umschalten. Und Herr Bejakovic, jetzt zeigen wir vielleicht die Komponenten mal eben und Sie sagen uns so in etwa, was ist. Jo, also wir haben hier die zwei Mischpulte. Warum zwei? Weil wir mit einem den Stream, der rausgeht, den Sie auch sehen, quasi abmischen. Das zweite Mischpult hier ist für uns intern, damit wir auf den besagten Bildschirmen die Inhalte abstimmen können. Also manchmal wollen wir ja sozusagen die Studentenkacheln aus den Konferenzprogrammen sehen. Manchmal wollen wir da aber auch das Dozentenbild zum Beispiel sehen. Hier daneben ist dann noch ein Playback-Device, ein Hyperdeck. Da kann man zwei SD-Karten vorbereiten und damit gewährleisten wir sozusagen auch Framerate konstante Wiedergabe, weil wir das eben direkt über HDMI wieder in unsere Mischer reinlegen. Im Chat wurde ja schon gemutmaßt, ja, es handelt sich um Atems von Blackmagic. Wir haben hier eben noch den zweiten Bildschirm, nur heute, um nochmal den Rückkanal zu monitoren. Genau, und dieses Schaltbild jetzt hier, was Sie in der Präsentation dann sehen, genau, zeigt das. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch der Ton, der einen eigenen Weg nimmt. Und das ist ein Problem dieser HDMI-Signale, dass sozusagen schon im Signal ein zeitlicher Versatz eingebaut ist. Warum ist das so? Wenn wir uns anschauen, wie jetzt zum Beispiel eine solche professionelle Kamera, wie ich sie eben hier rausgeschoben habe, über Signale verbunden ist, dann geht das also über sogenannte HDSDI-Signale. Das hier ist der professionelle Stecker dazu. Da geht das gesamte Signal unkomprimiert 1,5 Gigabit pro Sekunde, also sehr große Datenrate, durch diesen Kanal und zwar seriell. Also es gibt nur eine Leitung, durch die alle Nullen und Einsen seriell hindurch müssen. Das ist technisch relativ aufwendig und im Consumer-Bereich hat man sich dann eine billigere Lösung überlegt und das ist diese HDMI-Schnittstelle. Die kennen Sie aus Blu-ray-Playern, aus deren Fernsehern. Und das ist eine Parallelschnittstelle. Das heißt, wir haben 19 Pole, die parallel digitale Daten übertragen. Auch wieder unkomprimiert, diese 1,5 Gigabit pro Sekunde, aber eben parallel. Und die ist in heutzutage eigentlich allen Consumer-Geräten drin. Das macht die Sache billig. Aber sie hat auch ein paar Nachteile. Erstmal gibt es da so ein Content Protection System, was manchmal in der Kommunikation unterschiedlicher Komponenten Probleme aufwirft. Und es gibt auch mehrere Unterstandards. Das heißt, im Zweifelsfall muss man schauen, dass man das richtige HDMI in diesem Fall HDMI 1.4 verwendet. Diese Kamera, die ich hier habe, ist also jetzt auch hier über HDMI mit unserem Mischpult verbunden. Und jetzt nochmal zurück zu der Präsentation. Leider haben wir eben hier eine eingebaute Verzögerung. Ich selbst habe diese Kamera ausgemessen und das sind also 4 Einzelbilder Verzögerung. Das sind also über eine Zehntelsekunde. Und das haben wir von vornherein da drin. Wenn jetzt der Ton einen kürzeren Weg nimmt, dann haben Sie sofort einen Bild-Ton-Versatz. Und ob Sie einen Bild-Ton-Versatz haben, das können wir jetzt nochmal checken. Wir sind beim Film, wir schlagen mal die Klappe und dann schauen Sie mal, wann Sie die Klappe sehen und wann Sie sie hören. Na? Und das wird jetzt vermutlich bei Ihnen jeweils individuell unterschiedlich aussehen. Warum? Ja, weil das Ganze hier über ein nicht synchronisiertes Datensignal rausgeht, nämlich nicht ein Fernsehsignal mehr, sondern über eine Computerschnittstelle gestreamt wird. Und wir alle, Sie alle kennen diese USB-Schnittstelle hier, also Universal Serial Bus. Und da gibt es ja auch die Kameras, die man nur auf den Laptop stecken kann. Entschuldigung. Und dieser Universal Serial Bus hat den großen Vorteil, dass er vergleichsweise weit verbreitet ist, dass Sie ganz viele verschiedene Geräte damit einstecken können.
Also zum Beispiel Sticks, eine Maus, Lautsprecher oder. Oder eben auch Kameras. Und solche USB-Kameras sind vergleichsweise auch preisgünstig. Man hat bei dem USB, Sie sehen das hier, die verschiedenen USB-Standards und auch die Jahreszeiten, wann die rausgekommen sind, hat man immer schön die Datenrate erhöht, aber man hat tatsächlich nie das Grundprinzip geändert, nämlich dass der Datenstrom unsynchronisiert ist. Im Gegensatz zum Fernsehsignal, das immer synchronisiert ist. Wenn Sie ein Fernsehgerät einschalten, dann läuft das mit 25 Bildern pro Sekunde und nicht irgendwie 24,5. Und das ist bei USB nicht gewährleistet. Die tatsächliche Datenrate, die man nämlich erreichen kann, ist ganz stark von der jeweiligen Busauslastung des Rechners abhängig. Und dass das wirklich so ist, zeige ich Ihnen jetzt hier anhand dieser Kamera. Ja. So. Und ich stecke diese jetzt hier in meinen Laptop. Und gebe sie auf das Programm. So. Jetzt bitte wieder Kanal 4. Und das, was Sie jetzt hier sehen, ich mache mal ein anderes Bild, ist kein guter Weißabgleich, Herr Pejakovic, Entschuldigung, ist also das Live-Bild dieser Webcam hier, die über USB läuft. Und ich vergrößere das jetzt hier mal. Ich habe jetzt hier eine Bildrate eingestellt von 30 Frames per Second, also 30 Bilder pro Sekunde. Das sehen Sie hier in der Lupe. In Wirklichkeit aber läuft die Kamera mit wechselnden Frequenzen, je nachdem, ob gerade im Bus des Computers genug Datenrate frei ist oder nicht. Das heißt, Sie sehen hier, die tatsächliche Bildrate schwankt. Und das heißt natürlich für unsere Videoconferencing-Tools, dass wir dort auch unter Umständen sogenannte Drop-Frames bekommen. Also USB ist eigentlich für den Videobetrieb, wieder auf Kamera 1 bitte, danke, eigentlich ganz ungeeignet, wenn man hohe Ansprüche hat. Und besser ist eigentlich, Fernsehtechnik zu verwenden und das dann über einen solchen Signaladapter, wie ich ihn jetzt hier am Laptop habe, einzuspeisen. Die kosten auch nicht gerade viel. Diese Signaladapter vielleicht 150 Euro. Und so, jetzt habe ich hier meine Präsentation kurzzeitig verloren, bin aber noch da. So, genau. Was passiert nun mit unserem Ausgang hier, wenn wir AV-Streaming machen über das Internet? Also das, was Sie jetzt gerade alles sehen, das wird in der Regel übertragen über sogenanntes Adaptive Bitrate Streaming. Und das ist eine Technologie, die eingesetzt wird, um die unterschiedlichen Datenraten, die über das Internet erzielbar sind, aufzufangen und jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin die bestmögliche Qualität zu einem bestimmten Zeitpunkt zu übertragen. Und man hat gesagt, am schlimmsten, am auffälligsten sind Tonaussetzer. Wenn plötzlich der Ton weg ist und dann wieder da ist und wieder weg ist, dann stört das ganz besonders, weil dann auch die Verständlichkeit der Message, also der Sprachnachricht, ja unterbrochen wird. Das zweitschlimmste sind Ruckler im Bild. Das heißt, wenn das Bild plötzlich einfriert und dann nach einer halben Sekunde erst wieder weitergeht. Und das am wenigsten schlimmste ist, wenn die Auflösung insgesamt ein bisschen heruntergeht. Und deswegen wird also ein solches Bitrate-Streaming hier, Adaptive Bitrate-Streaming, angewendet. Das heißt, man hat den Videostrom, den wir jetzt hier durch den Mischer rausgeben, nur Kamera 2 nochmal eben zeigen, ne, da hinten dieser Videomischer, der wird im Grunde automatisch vom System in drei verschiedene Representations konvertiert. Small ist die geringste Qualitätsstufe, Large ist die höchste. Und dann wird nach einem festen Takt, zum Beispiel wieder bitte auf die 4, alle 5 Sekunden geschaut, wie ist die Bitrate, kann ich mir Large leisten oder muss ich mir Small leisten oder kann ich hier irgendwo in der Mitte diese Representation angucken, und dann wird entsprechend umgeschaltet. Und Sie sehen hier rot einen zeitlichen Verlauf einer möglichen Übertragungsrate,
Und dann würde entsprechend hier jetzt an diesem Zeitpunkt in die Mid-Representation umgeschaltet, hier in die Large. Jetzt schmiert die Datenrate wieder ab, dann geht man wieder in die Mid und dann wieder in die Large. Dankeschön. Dann sind wir im Grunde mit dem theoretischen Hintergrund hier an dieser Stelle schon zu Ende. Das war jetzt sozusagen der Versuch einer kleinen Online-Vorlesung als Demonstration, aber zum Thema, mit dem wir es hier zu tun haben. Und jetzt würden wir umschalten zum Chat. Und ich sehe schon, dass der Herr Pijakovic hier einige Sachen im Chat hat. Oh, danke für die Blumen. Ich muss noch eins dazu sagen, wir haben das gestern hier getestet und sind ziemlich wahnsinnig geworden. Jetzt hat, glaube ich, alles geklappt, aber das ist das Ergebnis vieler Testläufe, weil wir dieses ganze Setup hier gebaut haben für einen ganz normalen Betrieb mit Videoconferencing-Tools. Nicht mit einem solchen großen System, wie das hier von University Future Festival verwendet wird. Und wir haben gerade eben noch, vielen Dank Herrn Neubert, der auch hier zugeschaltet ist, wir haben gerade eben noch geprobt, wie wir das hinbekommen, dass unser Livestream hier formatfüllend zu Ihnen rüberkommt, weil wir ja keine getrennten Fenster haben, wie das bei den anderen Präsentationen sehr häufig der Fall war. Also ich hoffe, das hat jetzt geklappt und ich wäre Ihnen auch für eine Rückmeldung der Videoübertragungsqualität auch ganz dankbar. Wir sind halt die HFF, Hochschule für Fernsehen und Film, und würden wir natürlich gerne wissen, wie das dann bei Ihnen angekommen ist. Warum gehen die Funkmikrofone nicht in die Kameras rein? Dann würde der Ton auch per HDMI übertragen, ohne Versatz. Richtig, das ist in der Tat so. Das liegt einfach daran, dass wir dann hier ein komplizierteres Setup für diese Kamera bauen müssten. Diese Kamera hat zwar Toneingänge. Das ist für die Marshall-Kameras. Für die was? Für die Marshall-Kameras, da kann man das machen, aber die Verkabelung würde aufwendiger werden, weil wir ja auch mehrere Kameras haben. Und da ist es natürlich für uns sehr viel einfacher, wenn wir den Ton hier separat am Mischer ankommen lassen. Normalerweise haben die Mischer dann auch die Möglichkeit, einen Delay einzustellen. Und das ist immer der Ton, der verlangsamt werden muss. Genau, Herr Pijakovic kann das da zeigen. Muss der Speaker beim Besprechen der Folien im Bild sein? Besprechen der Folien, ich habe keine Folien besprochen. Also das ist alles live hier. Wir machen nur live. Ich produziere keine Konserven. Ich habe sowas früher mal gemacht, als Online-Learning so am Anfang war. Wahnsinnig anstrengend, das zu tun als Dozent, finde ich. Ich brauche diesen Live-Kontakt. Super Qualität, Video war super, ja, prima. Gab es auch welche, wo es nicht gut ankam? Weil wir haben natürlich hier bei uns auch, das liegt eben auch daran, wie die letzte Meile des Datenstroms verläuft. Wir haben bei unseren Studierenden teilweise dann, die wohnen in der WG oder im Wohnheim und müssen sich den Datenstrom dann mit ganz vielen anderen teilen. Und wenn die auch alle Online-Lehre machen, dann ist es natürlich ein echtes Problem. Aber hier habe ich bisher nicht gesehen, dass es irgendwo schlecht angekommen ist. Das ist schön. Spricht auch für die Plattform. Also danke. Ja. Preisliste? Also Einkaufsliste. Preisliste. Ja. Also wir haben relativ kurz, nur muss ich sagen, wir sind finanziell ganz gut gestellt gewesen und mussten da nicht lange überlegen, ob wir uns das leisten können. Es ist hier bei uns auch Thema. Unsere Studierenden müssen ja in dieser Medienproduktionslandschaft auch mit solchen Technologien umgehen lernen. Das war jetzt nicht so geschickt. Ist halt live. Das gehört mit dazu. Und eben diese Konsumertechnik ist aber jetzt eben auf dem Vormarsch gewesen. Und wir haben dann die ersten Mischer gekauft. Die waren so um die 350 Euro. Ich glaube, die kosten mittlerweile nur noch 250 Euro. Da ist dann eher die Frage, wie lieferbar sind die denn? Und wenn Sie noch in diesem Haushaltsjahr als staatliche Hochschule das Geld ausgeben müssen, dann wird es langsam knapp, kann ich Ihnen sagen. Ja, Preis des Setups, ja gut, also wir haben natürlich ein paar Komponenten hier, die sind diesem Fernsehstudio zu verdanken. Also dieses LED-Licht, was ich von da vorne bekomme, ist ein professioneller Fernsehscheinwerfer. Diese LED-Wand da hinten,
mit diesen Mustern. Das ist auch professionelles Fernsehstudio. Und wir können hier natürlich ein paar Sachen machen, die sind sehr schick. Also, ja gut, machen wir mal Feuer. Eieiei. Oh? Danke. Vielleicht mal auf Kamera 2 auch. Genau. Das ist jetzt natürlich für uns notwendig, weil wir diese kreativen Möglichkeiten mit dieser LED-Wand natürlich auch vermitteln müssen. Aber das brauchen Sie in der normalen Online-Lehre natürlich nicht. Aber meine Kollegen von Fernsehjournalismus, die waren auch sehr dankbar. Die haben dieses Studio benutzt und hatten dann hier Corona gedankt mehrere Studiogäste und konnten dann, dieses Studio ist nicht besonders groß, konnten dann also hier dann doch tatsächlich mehrere Barhocker, ne? Außen Möbelfundus, also bei uns wird auch physisch gearbeitet in der Lehrveranstaltung. Und dann konnte man hier Studiogäste platzieren, also so flexibel ist das doch. Und man kann natürlich auch wiederum Teilnehmer remote zuschalten, also über die üblichen Videoconferencing-Tools. So, okay, was sind das für Kameras? Die Kameras, Moment, das ist diese, das hier ist eine Marshall. Das hier ist eine ganz hundsgewöhnliche Full-HD-Video-Camcorder, in diesem Fall eine XA20. Ich glaube, die gibt es schon länger nicht mehr auf dem Markt. Ich benutze sie aber ganz gerne, aber sie können natürlich auch eine Sony und eine Panasonic. So, wir haben auch ein paar analoge Devices hier. Das war der Wecker, der mich daran erinnert, dass hier die Zeit ausläuft. Und ich habe also auch hier die Zeit kontrolliert, auch über ein analoges Device. Also das macht eben auch so ein bisschen den Charme aus, dass das Ganze nicht irgendwie nur Hightech ist oder nur in Animationen ertrinkt und aber eben auch nicht Wohnzimmer und unaufgeräumtes Bücherregal oder so. Das mache ich nicht. Also ich mache nie Lehrveranstaltungen aus meinen privaten Räumen heraus. So, und die Frage war noch Blackmagic. Es waren diese Atoms. Und da hinten haben wir der Webpresenter. Ich glaube, das ist ein teureres Teil. Der kostet, glaube ich, so 750 Euro. Also der Webpresenter ist es nicht. Es ist das Hyperdeck. Entschuldigung, das Hyperdeck, ja. Ich übernehme mal kurz, weil hier, ja, ich das schneller lese dann. Ja, ja, gut. Also es gibt statt den Mischern, den Atoms, kann man auch den Webpresenter nehmen. Der ist etwas günstiger. Das ist quasi nur ein Gerät, was HDMI auf USB wandelt. Die können dann nicht mischen und wir können nicht zwischen mehreren Kameras hin und her switchen. Das geht nur mit den Atom-Mischern. Das Hyperdeck ist auch aus dem Hause Blackmagic eben dafür da, um möglichst zuverlässig Medieninhalte abzuspielen. Die Frage war, was sind das für kleine Kameras? Die sind aus dem Hause Marshall. Müssten Sie ergoogeln, die gibt es in verschiedenen Größen. Das sind Kameras aus dem Industriebereich. Die haben einen HDMI-Ausgang, aber theoretisch auch SDI. Und man kann Wechselobjektive aus dem Überwachungskamerabereich draufschrauben. Also es ist wirklich was sehr Günstiges. So. Dann kann ich hier noch übernehmen. Also diese Dokumentenkamera hier, die geht jetzt auch über HDMI hier in meinen Laptop rein, über USB. Das heißt, hier dieser Camlink, den haben wir auch schon vor drei Jahren gekauft, gibt es mittlerweile auch aktuellere Modelle, kostet um die 120, 150 Euro, ist ein Wandler von HDMI auf USB 3.0. Also mit dem Sie wirklich auch die Datenrate hier in den Laptop reinbekommen. Und die Bildqualität ist halt deutlich besser, als wenn Sie gleich eine USB-Kamera aus dem Überwachungsbereich nehmen. Oft benutzt die Frage hier, hybrider Betrieb, Studenten on Campus und live, ob wir dafür mit Erfahrung haben. Ja, ich meine, diesen Aufbau kann man auch noch beliebig komplizierter machen. Wir haben hier in der Hochschule tatsächlich natürlich im Sommersemester war das, viele Anfragen bekommen, weil, müssen Sie sich halt so vorstellen, dadurch, dass es eben hier eine Technikabteilung gibt, gibt es kein großes Erstaunen, wenn sowas funktioniert. Sondern, ja, ist doch selbstverständlich. Also das erwarten wir hier und die Schwierigkeiten werden weniger gesehen. Vielleicht mit das Schwierigste, wenn Sie sich jetzt überlegen, ein solches Setup bei sich in der Universität einzusetzen, ist, dass man sich immer darüber klar ist, welche Perspektive nehme ich eigentlich mit welcher Kamera ein. Weil die Laptop-Perspektive geht ja nach hinten. Das heißt, ich sehe in der Kamera zwar denjenigen, der redet, aber ich sehe gleichzeitig den Hintergrund. Und
Wenn es jetzt aber darum geht, jemanden von vorne zu zeigen, dann muss man die Reversed Perspective wählen und dazu braucht man in der Regel eine zusätzliche Kamera. Und darüber sollte man sich genau im Klaren sein, wenn es auch darum geht, Gruppenarbeit zu organisieren mit Teilnehmern, die in Präsenz im Raum im Raum teilnehmen und solchen, die remote teilnehmen. Und ein ganz wichtiger Teilbereich da ist dann auch wieder der Ton. Wenn es denn möglich sein soll, dass jeder aus dem Auditorium auch live Fragen stellen darf, dann brauchen Sie jemanden, der dann mit Mikros da hin und her rennt. Und das ist unter Corona-Vorzeichen natürlich schwierig. Das heißt also, das ist genau abzuwägen und so ein bisschen einen Plan zu machen, wer muss wirklich Rede und Antworten können, wer muss reden können, wer muss auch sehen können und bei wem reicht es, in der Übersichtsaufnahme zu zeigen. Wir könnten vielleicht erzählen, wie Sie diese Aufnahmeprüfungen gemacht haben mit Präsenz und ja, Tele. Ja, klar. Also wir hatten Aufnahmeprüfungen, die hier eigentlich immer persönlich stattfinden. Das Problem, dass Teile der Prüfungskommission im selben Raum sein sollten. Manche waren aber zugeschaltet. Dann gab es Studierende, die waren zugeschaltet und manche waren in Präsenz hier. Und in Quarantäne waren einige. Genau, deswegen konnten sie nicht vor Ort sein. Und das war dann wirklich ein absurd hoher Aufwand mit auch wieder Mischern und mehreren Computern, damit es keine Rückkopplungen im Ton gibt. Drei Kameras in diesem Raum, wo die Prüfungskommission saß, einem Beamer, wo dann groß die, also Sie merken, es wird sehr kompliziert. Das ist aber nur notwendig, würde ich mal so sagen, wenn wirklich dieses hohe Maß an Dialog erfordert wird. Ja, und sozusagen juristisch wasserdicht sein muss, dass jeder zu Wort kommt. Ja. Wir haben noch 90 Sekunden. Danke für die Zeitwarnung. Dankeschön. Genau, da hatte ich eine Einkaufsliste bereitstellen. Ah, das finden Sie im Internet. Also ich kann noch sagen, wenn Sie noch mal eben auf meine Präsentation gehen, Herr Pejakovic. Eine Minute. Genau. So, hier blenden wir noch mal ein die Website der HFF. Dort finden Sie den ganzen kleinen Film vom Anfang, der das erklärt, nämlich in Englisch, aber das ist eben so. Und außerdem finden Sie dort auch einen Link zu einem Skriptum. Schreiben Sie mir eine E-Mail über den Veranstalter, bin ich ja aktenkundig und dann kann ich Ihnen das auch zukommen lassen. Das sind ja nur zwei Seiten. Ich lasse mal die Sache mit dem HDMI und dem HDSDI-Signal weg und bleibe beim eigentlichen Aufbau. Das hat man relativ schnell verstanden. Natürlich kann man den beliebig variieren und noch ausbauen mit mehr Kameras oder auch reduzieren mit weniger Kameras. Ja, vielen Dank für Ihre tollen Chat-Beiträge. Ich muss mal gucken, wie viele Teilnehmer hatten wir denn jetzt hier, dass wir nicht alle verlieren. 50 in der Spitze. 50, okay, na, prima. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Veranstaltung. Ich werde auch noch weiter hier drin bleiben und hoffe, dass es Ihnen was gebracht hat.